Hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Bigfoots Quest. Es tut mir leid, ich dachte, ja, ich hätte Aufnahme gedrückt. Habe ich nicht. Ich erzähle euch kurz, was ich gemacht habe. Ich habe zum Ende des Rätsels, dank Emma Kommentar, gelöst, nämlich an diesen Ringen außen mit dem Anker. Danke, Dante. Für den war ein sehr wichtiger Hinweis. Schade, dass ich ja, ich dachte, ja, okay. Fehler passieren. Ich habe The Four The Cup gespielt und bin eigentlich schon echt durch, weil es so bockschwer war. Ja, dass ich jetzt einfach nicht auf Aufnahme gedrückt habe, es tut mir leid. Auf jeden Fall habe ich noch ein Loch in Eis gebohrt und bin den Berg hoch mit Eispickeln. Jetzt bin ich oben an diesem Berg in einer wunderschönen Hütte mit wunderschönen Fotos. Es war das erste, was ich dort geöffnet habe. Aber ist das nicht genial, oder? So Urlaub machen, das wäre so genial. Urlaub, da könnte ich. Das ist einfach traumhaft, traumhaft, oder? Aber irgendwie passen die nicht so wirklich, ne? Das sind die Bilder vom See. Ja, okay. Und dabei war das Bild, was ihr eben gesehen habt. Ich weiß aber noch nicht, was ich mit diesen Symbolen machen soll. Mache noch eine Theke. Ah, ich kann Tee kochen. Unten im Zelt brennt noch Feuer. Okay, ich weiß auch, guck mal, das steht hier leer. Da gehen wir doch mal hoch. Fernrohr. Es ist ein Rezept. Die Blaubeere, der Lavendel, heißes Wasser. Irgendwas, was ich da ausgegraben habe? Also die Blaubeere und Lavendel. Ist das eine Maus? Rad? Was sind das? Was soll das sein? Ja, kann ich ein Foto machen? Aber da habe ich das Foto noch drin, ne? Weiß nicht, was ich mit der machen soll. Da steckt auf jeden Fall mal das Fernglas ein. Da habe ich auch Schlüssel. Mhm. Ja, jetzt müsste ich leerer Teekessel. Ja, ich brauche einen vollen Teekessel, um das. Ja, okay, aber ich weiß, wo ich es machen kann. Und dazu brauche ich heißes Wasser. Das ist mir schon klar, wo ich das machen kann, ist unten. Und dann kann ich zu der Schüssel zurückkehren. In der Ferne bewegt sich etwas, aber es ist weit weg. Moment. Mein Fernglas. Aha. Und der Flöte in der Hand. Okay. Da war Magie am Werk. Du auch noch? Ist wahrscheinlich das Gleiche. Okay, wir brauchen die Flöte. Du haben wir 8. Die haben wir schon rausgenommen, ne? Kann ich da nochmal irgendwas machen? Wir sind jetzt an der Hütte. Da gibt es zum Glück einen Schnellreisepunkt. Weil so bin ich hoch. Aber da gibt es sonst nichts mehr. Ich gehe jetzt mal runter. Zum Zelt. Ja. Moment. Nee, ich gehe zum See. Ich brauche nämlich Wasser. Moment. Gut, und jetzt gehen wir ins Zelt. Nein, zurück.
So, stell mich Feuer. So, mein Kessel mit Wasser. Gut. Aber ich habe einen Schnellreisepunkt, hoffe ich. Ja, zumindest nur da. Also gut. Lavendel. Die Blaubeere. Ne? Für mich hat es noch Blaubeere auszählen. Mal zurück. Den Schatz habe ich so ausgegraben. An diesen zwei Bäumen, wo ich den Büschel gefunden habe. Ist noch ein Stellmarkiert, aber wo finde ich denn die? Waren das nicht die Blaubeere? Was habe ich denn noch im Inventar? Ja, es fehlen noch einige Gegenstände. Ich habe es bemerkt. Ich hätte jetzt bitte gerne, dass es die Heidelbeere sind. Okay. Dann gehen wir doch mal runter zu dem Weg. Moment. Boah, das ist jetzt echt verwirrend. Vor, zurück, vor, zurück. Moment, Moment, wo war der? Hier. Also gehen wir durch. Genau, da habe ich was ausgebuddelt. War das der falsche Weg? Kann ich doch irgendwas mitnehmen? Und da war doch ein Kreuz markiert, ne? Moment. Nee, ich will keine Hilfe. Da war doch auf dieser Karte ein X. Mit Schauf. Und bei einem X fange ich an zu graben. Oder seht ihr das anders? Das macht mich fertig, du. Warum die weiße Taube da immer rumschwirren? Kann ich irgendwo da noch hin? Ich brauche dann irgendwo brauche ich noch ein paar Beere. Der Vogel wollte irgendwas. Wahrscheinlich ein Rechewurm. Und dann kriege ich irgendwas von dir, stimmt's? Das sind ja echte Bilder, eine echte Fotografie. Das finde ich, macht das Spiel interessant. Ihr wisst so, ich bin immer so der Typ, der, ja, das andere liebt, ne? Ich meine, der Cup ist so, die gehe schon Ausnahmen, was komplett anderes auf meinem Kanal. Und mich halt echt, ich sag euch, wenn ihr die Folge seht, oh. Okay. Wir versuchen, mit irgendwie weiterzukommen. Ich habe noch dieses Symbol in den Fotos gefunden. Ich weiß nur nicht, wo ich es anwenden kann. Wo könnte das sein? Nee. Okay, gehen wir nochmal rein. Da war doch noch was. Da geht nichts. Wo habe ich auch alles? Da liegt noch was auf dem Tisch. Ah, genau. Das Kind passt. Ein Ober.
Dankeschön. Okay, wo mache ich jetzt das? Boah, das vor, zurück. Jetzt habe ich zwar, ja. Wo könnte das denn sein? 3. Im Zelt gab es keine Aufgabe mehr, oder? Doch hatte man alles. Truhe ist auf. Ja, ist klar. Das hatte man auch. War in der Hütte. Halt, stopp, stopp, zurück. Moment. Da war doch noch was. Oder war da nur der Anker? Das mit der Uhr habe ich gelöst, das habe ich gelöst. Ja, da brauchen wir nicht mehr hin. Das haben wir alles. Und das mit dem Anker, sorry fürs Nicht-Aufnehmen. Oh, aber ich war so durch. Okay. Da gibt es auch nichts mehr zu tun. Wo könnte mir das Symbol nützlich sein? Du vielleicht? Nee. Fehlt mein Schlüssel. Ich muss mal jetzt erstmal wieder. Nur habe ich die Glasscheibe genommen und da gibt es nichts zu tun. Gibt's auch nichts zu pflücken. Ich hätte jetzt einfach mal ein paar Holzstücke da oben dran genagelt, aber okay. Das arme schicke Häuschen da. Okay. Ich weiß nicht, wohin. Da gibt's nichts. Die ging nicht auf die Tür. Warte mal. Aber da fehlt irgendwas. Ja. Dann gehen wir jetzt nochmal da hoch. Irgendwas muss ich damit machen gehen, ne? Ja, um da was aus dem Brunnen zu holen. Das vor, zurück. Das, du weißt gar nicht mehr, wohin. Ja, das geht auch nicht. Leute, ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, was ich mit deiner Kreise machen soll. Du komm ich nicht nein. Du habe ich ein Loch in das See gebohrt. Und du komm ich nicht nein, weil der Eisberg bräuchte ein bisschen Dynamit. Gibt es noch mal Dynamit irgendwo? So bin ich hoch. So vielleicht. Mal gucken da nochmal. Gehen wir den Weg zurück. Na, dann bin ich da. Okay, dann müssen wir versuchen, das zu lösen. Warte mal, da gab es ja Bild. 4, 2. Soll das ein Bruch sein? Warum ist der Strich und die Ends unten drunter? Das verstehe ich nicht. Jetzt vielleicht auch nicht tot dazu, ne?
Oder soll das jetzt ein Bruch sein, Minus oder was? Ich verstehe es nicht. Eins, zwei, drei. Dann machen wir mal drei, als wäre es ein Bruch. Und da fehlt ja ein Knopf. Ah, da ist er. Es ist garantiert, hängt es dort mit zusammen. Zeichne mal das Foto. 1, 2, 3, 4, 2, 2. Ich kenne die 2-2 probiere. Ich kenne die 1 abziehen. Dann wäre es 3-1. Aber was anderes haben wir nicht. Ich kenne sie dazu addieren. Dann hätte man 5 und 3. Das ist jetzt. Na, 4-2 machen. Und dreh den letzten, ob es dann stimmt. Rätsel, was dieser Querstrich da unten drunter soll. Okay. Gucken wir uns da dazu, weil das verstehe ich gar nicht. Nur kurze Video. Ah, ich brauche 7 Jahre. Aber das hat es nicht gelöst. Aber okay. Das Video, da machst du es wahrscheinlich, weil ich nur die Lilie gefügt hatte. Entschuldigung. Okay, dann gehen wir zurück und zeige euch. Das wollte ich mal eigentlich nicht anzeichnen müssen. Aber okay, sorry. Ich sollte nicht immer so voreilig sein. Ich hoffe, die Lautstärke passt. Moment. Schnell weiß. Da ist das Wäschpanel. Biene, was auch immer. Und zwar soll ich die Lilie, du Heliche. Ist ja Wahnsinn, dass alle auf eine Lilieblüte fliegen, ne? Eigentlich würde ich so Sache gern selbst kommen, aber okay. Du nimmst eine Honigwabe. Wem könnte ich denn Honig geben? Dem Vogel? Nee. Ah, war das vielleicht in der Berghütte Honig zum Lavendel? Das würde passen. Oder? Atmo. Und müssen wir mal dahin. Mal probieren es, das Honig war. Diese 4 Zeichen. Ich habe es verbehren können. Ja, das kann er. Natürlich, das Kind Honig war. Aber ja, klar. Das war Honig. Also, das wurde mir jetzt nicht angezeigt, ne? Nicht, dass ihr meint. Da bin ich jetzt tatsächlich selbst drauf gekommen, was sonst ja nicht vermächtlich halte. Mehrheit zweifle ich echt an meiner Intelligenz. Noch gehabt, zweifle ich echt an meiner Intelligenz heute. Okay, Wasser. Und das Ganze noch rühren. So macht Sinn, ne? Boah, was beruhigendes Lavendel und Honig, herrlich. Ich muss irgendwas mit diesem Gemisch machen. Ja. Willst du noch einen Heidelbeer? Kann ich das Gemisch nehmen? Ich muss irgendwas mit dem Gemisch machen.
Honig und Lavendel. Ja, kann ich was irgendwie abfüllen? Nö. Soll ich es anziehen? Ist das... Der Pelzbüschel, ja, wer soll denn da drauf jetzt kommen? Jetzt habe ich ihn parfümiert, die Pelz. Wen lock ich du denn mit an? Wen lock ich mit einem parfümierten Pelz an? Bigfoot? Lockt man den damit? Okay. Warte mal. Ja, genau. Da steht so zwei Bäume. Ich soll den. Guck. Ich soll den Pelz. Genau, das soll ein Pelz sein. Ja, jetzt wo ich es reingedunkt habe. Und den soll ich da hinlegen. Okay. Wahrscheinlich verliert er dann verschreckt die Flöte. Probieren wir. Das probieren wir noch und dann beenden wir auch die Folge. Wenn ich mal eine Schnellreise mache. Nee. Ich bin falsch. So muss ich hier. Ja. Okay, dann lege ich mal jetzt den Pelz. Okay. Gut. Sollte Bigfoot ablenken, vielleicht finde ich einen Aussichtspunkt, von dem ich alles beobachten kann. Okay. Sorry, ich bin jetzt zwar schon, normal mache ich so lange nicht, obwohl 22 Minuten, ich habe schon öfter gemacht. Wir gehen auf den Aussichtspunkt und gucken, was passiert. Zack. Ich brauche mein Fernglas. Aha. Sein eigener Pelz von mir fällt. Vor lauter Schreck oder die Flöte fallen lassen. Gut, die holen wir uns. Und um es spannender zu machen, bin fies jetzt, ich weiß. Weil mich interessiert natürlich auch brennend. Ach, schon wieder der falsche Weg. Was passiert, wenn ich da reinpuste? Das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und für eure Zeit. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über ein Like und Abo freue ich mich natürlich und ein Kommentar ist immer sehr schön. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.